Okay, okay. Like this? Wie ist es so? So, that's how it works. Ach, so funktioniert das also. He called that round part of the device the scanner panel. Er hat dieses runde Teil an dem Gerät Scanner Panel genannt. Wenn wir unsere linke Hand drauf machen, unsere Armbandnummer wird da vom Gerät eingelesen. Dann sollte die Nummer, also die, ja, das Ergebnis der Nummern eurer Armbänder und die digitale Wurzel von dem, die der Tür entsprechen, wird sie sich öffnen. Tür 5. Warum weiß der Typ so viel, wie dieses Ding funktioniert? Es scheint so, als wüsste er genau, was wir hier zu tun haben. Gut, gut, du bist fertig. Die nächste Person. Du bist doch der mit der Nummer 1, richtig? Yes, I am. So? Ja, da bin ich. Und? Dann bist du jetzt dran. Dann verifiziere deine Nummer, wie dieses kleine Girl es getan hat. What are you doing? Do it! Was tust du da? Mach's endlich! Don't you care what happens to her? Interessiert es dich, was mit ihr passiert? Okay, okay, just calm down. Ja, okay, okay, beruhig dich. I'm coming over. Ich komm rüber. Now, verify. Jetzt, verifiziere dich. All right, this is what you wanted, right? Ja, okay, das ist das, was du machen möchtest, okay? Also, was du wolltest. Now the device has both Clover and Ace's numbers, 4 and 1. Jetzt hat das Gerät Clovers und Ace's Nummern, 4 und 1. 4 plus 1 ist 5. It's the same as the number written on the door. Es ist genau dasselbe wie die Nummer auf der Tür. Aber es öffnet sich nicht. Only 3 to 5 people. Ja, nur 3 bis 5 Leute können durch eine Tür. If what Zero said is true, he needs one more person. Wenn das, was Zero gesagt hat, wahr ist, dann braucht er noch eine weitere Person. Who does he need? Wen braucht er? Get back. Aus dem Weg. No! Farther! More than that! Go all the way back! Nein! Kein Stück weiter! Nicht mehr als das! Alle zurück! Okay. Okay. Wait, don't tell me. Warte, sag mir nicht. Clover's 4 and Ace is 1. Clover ist 4 und Ace ist 1. Added to the ninth man's 9. Und wenn man die von dem neunten Typen nimmt, 9. 4 plus 1 plus 9 ist 14. Und die digitale Wurzel von 14 ist 1 plus 4 ist gleich 5. In anderen Worten. Gott sei Dank, dass ihr alle so kooperativ wart. Jetzt kann ich aus diesem Albtraum raus. Good. I don't need you anymore. Gut, ich brauche euch nicht mehr. Wait. Warte. Here. She's all yours. Hier, sie gehört euch. Okay. Have a good one, guys. Und dann macht's gut. I'm going off ahead now. Well then. Naja, ich gehe dann mal vor. Bis dann. Goodbye. Bye bye. Clover, are you all right? Clover, geht's dir gut? Yeah, I'm fine. Ja, mir geht's gut. Damn it. Verdammt. Bastard. Dieser Bastard. Open, damn it. Verdammt, öffne. Shit. It won't budge. Ah, Scheiße, es bewegt sich kein Stück. Do you hear something? Hört ihr da auch etwas? Like, what? Na, was denn? Like some sort of beeping. Naja, so eine Art Piepen. You're right. I can hear it too. Ja, du hast recht, ich kann's auch hören. What is it? Was ist es? Why is it stopping? God damn it! Scheiße, warum stoppt es denn nicht? Gott verdammt! You lied!
Du hast gelogen! Gelogen? Das war ja gar nicht gedacht, dass das so passiert. Das ist falsch! Das ist falsch! What is happening in there? Was passiert denn dort? Open the door, please. I'm begging you. Öffne die Tür, bitte. Ich flehe euch an. Hilf mir. Please get me out of here. Get me out of here. Bitte, ihr müsst mich herausholen. Ihr müsst mich rausholen. Ah, God damn it. Gott verdammt. Why? Why won't it work? Warum funktioniert's nicht? Engaged? Is it because it's occupied? Engaged, wüsste ich jetzt auch nicht die Übersetzung. Wahrscheinlich schon betreten, benutzt, keine Ahnung. Warte. Engaged übersetzt man am besten mit... Ja. Schon besetzt, ja. Benutzt, besetzt. Ja. So in der Art. Besetzt? Ist es, weil wir es schon benutzt haben? Oh mein Gott, oh mein Gott, es bleibt keine Zeit mehr übrig. Hört mir zu, er hat mich angelogen. Ich wurde angelogen. Er hat mich hier reingebracht. Es war er, er war es, er hat mich getötet. Beep? Ein Beep? Did that thing just make that sound? Hat das Ding das gerade gemacht? The display changed from engaged to vacant. Das Display hat sich geändert von besetzt zu wahrscheinlich bereit. Sagen wir bereit. Let's see if we can open it. Dann lass mal schauen, ob wir es öffnen können. Okay. Well, it registered my bracelet number. Nun, es hat meine Armbandnummer registriert. But it won't open with one person. We need at least two more people. Aber es wird sich nicht mit einer Person öffnen. Wir brauchen zumindest zwei weitere Personen. Was sollen wir tun? Ah, okay. Ich weiß nicht, warum jetzt Ace und Lotus ausgewählt wurde. Ja, nee, trennen sich halt immer die Wege und dann haben wir halt diesen Baum hier gehabt. Ja, also wenn wir jetzt Ace und Lotus nehmen, haben wir einen... Warte, rechnen wir mal nach. Also Ace und Lotus würde ja definitiv nicht funktionieren. Oder? Ja, können wir probieren. Das 5 plus 1 ist 6 und plus 8 wäre 14. Doch, es würde funktionieren. Hey, wieso ist es denn eigentlich ausgegraut? Ich verstehe es nicht. Die Frage ist, welche Antwort nehmen wir? Mach was schwarz, okay? Mach was ausgegraute. Ace, Lotus, you think you could give me a hand here? Ace, Lotus, könntet ihr mir vielleicht helfen? Hm. 5 plus 1 plus 8 ergibt 14. Digital root of 14, 1 plus 4 equals 5. Die digitale Wurzel von 14 ist 1 plus 4 gleich 5. This should do it. Sollte es dann machen. Jetzt muss ich nur noch den Hebel betätigen. You guys ready? I'm gonna open it. Seid ihr bereit? Ich werde es öffnen. Ach so, die ausgegrauten Antworten. Oh my God. Ich glaube, die ausgegrauten Antworten sind die Antworten, die ich genommen habe in meinem Spielstand. Das heißt also, wir werden immer sehen, was ich genommen habe. Ja, okay. Aber ich werde immer so handeln, wie ich immer handeln würde. Also, ich werde in meinem ersten Durchlauf so handeln, wie ich es machen würde. Ja, und der Rest ist dann, wir machen einfach alle Enden. Dann, also. Das Schlimme ist, ich weiß, dass ich das halt bei meinem ersten Spieldurchlauf auch so gemacht habe, also so gehandelt habe, wie ich handeln würde, und bekam ein Bad Ending. Ein ziemlich düsteres Bad Ending. Obwohl alle Bad Endings ziemlich düster sind. Ja. Das hat mich dann schockiert. Also ich saß wirklich so, weil es war, glaube ich, um 2 Uhr morgens. Es war so leicht horrorfilmig und richtig Horror. Und ich dachte so, oh scheiße, ich habe Angst. Es war lustig. Oh mein Gott. Good God. Oh, guter Gott. Oder, oh
pretty bad. Wow, das ist wirklich schlecht. Hey, he blew up. Er ist explodiert. Ja, erstmal schließen, lassen wir sein. Finde ich gut, sollten wir sein lassen. June, are you okay? June, bist du in Ordnung? What the hell? Where'd this fever come from? Was zur Hölle, woher kommt denn das ganze Fieber her? Alright, okay, let's just rest for a minute, okay? You think you can walk? Okay, alles gut. Ja, ruh dich für eine Minute aus, okay? Glaubst du kannst laufen? Here we go. Here we go. Also los geht's. Können wir mal im Menü, mal im Flow gucken? Ja, wir sind kurz vor einer Entscheidung. Und dann geht's auch wieder los. Ja. Also am wichtigsten wird diese Entscheidung. Und ich kann auch schon sagen, das hier ist ein Bad Ending. Ich weiß nicht, ich glaube, das Bad Ending kam mit der PC-Version dazu, glaube ich. Weiß ich nicht, ob es das auch im DS gab. Ja, aber bei dem Ende hier, also bei diesem Strang hier, sagt das Spiel auch, hey, bist du sicher, dass du da lang gehen willst? Das sieht scheiße aus. Ja, und auf dem Weg werden wir wahrscheinlich eher am Ende gehen, keine Ahnung. Wird lustig. Wir haben ein langes Let's Play vor uns. How are you feeling? Are you all right? Wie geht's dir? Fühlst du dich gut? Why did this happen? Warum passiert das? Why did this happen? Warum ist das passiert? Do any of you know what the fuck is going on here? Weiß irgendjemand von euch, was zum Fick hier abgeht? Zero. What's this nonary game? Come on. Anybody? Anything? Wer ist Zero? Was ist dieses Nonary Game? Kommt schon, irgendjemand, irgendwas? What the hell is going on? What are we doing here? Was zur Hölle geht hier vor? Was machen wir hier? Oh. It's 10 o'clock then. Es ist schon 10. Das bedeutet, es ist schon eine Stunde her, seit Zero seine kleine Ankündigung gemacht hat. Fuck! I've had enough of this crap! Fuck, ich hab genug von diesem Scheiß! How long are we gonna pussyfoot around like this? Wie lange wollen wir eigentlich die ganze Zeit noch eine Pussy sein? We've only got 8 hours until this time limit Zero was going on about is up. Wir haben nur noch 8 Stunden, bis das Zeitlimit endet und bis Zero. Was, ja, bis dieses Zeitlimit einfach von Zero endet. Let's get going already. Go, go! Jetzt lass uns endlich gehen. Los. No, I refuse. I'm not gonna end up like him. Nö, ich weigere mich. Ich will nicht so wie er enden. Him? You mean the ninth man? Du meinst wie der Neunte? Of course, who else? Ja, natürlich, wer denn sonst? Blood. Blut. Blood and pieces of flesh. Blut und viele Stück Fleisch. No way for a person to die. Es ist kein Weg, wer eine Person sterben sollte. I think he just screwed up. Ich glaube, er hat es einfach verbockt. He probably set off some sort of trap and that killed him. Er hat wahrscheinlich einfach so irgendeine Art Falle aktiviert und ist dann gestorben. I'm not gonna screw up like that. I'm getting out of here alive. Also ich werde es nicht so verkacken. Ich werde hier lebend rauskommen. Okay, Snake, ich bin gespannt. Was willst du sagen? So goddamn funny. Was ist so verdammt lustig? Oh, my apologies. You were just so very confident. I couldn't help myself. Ja, ich entschuldige. Na, du warst einfach so selbstsicher. Ich konnte mir nicht helfen. What the fuck? Was zum Fick? I think you've mistaken the situation. Ich glaube, du hast die Situation missverstanden. Huh? The ninth man's death. It had nothing to do with the trap. Or at least not the sort of trap you imagine it did. Der Typ von dem Neunten, es hat nichts mit einer Falle zu tun. Oder zumindest nicht mit einer Falle, die du dir vorstellst. Then? Dann? He broke one of Zero's rules. That was why he died. Quite simple, if you think about it. Er hat einfach nur eine Regel von Zero gebrochen. Deshalb ist er gestorben. Sehr simpel, wenn man darüber nachdenkt. You still don't. All right. How about you take a moment and think back to what Zero said? Du verstehst es. Naja, nun gut.
Wie wäre es, wenn wir einfach mal nochmal darüber nachdenken, über das, was Zero gesagt hat? Spezifisch, was hat er gesagt über die Nummer der Anzahl der Leute? Er sagt, nur 3 bis 5 Leute können durch eine nummerierte Tür durchgehen, richtig? And after that, you've forgotten the relevant part. Und danach? Du vergisst den relevanten Teil. What did Zero say? Was hat Zero gesagt? Zero sagte... Ja, sieht die für die toll, wie meine Antworten schon ausgewählt worden sind. Okay, interessant. Ja, die alle, die verifiziert sind, gehen müssen. All those who enter must leave, and all who enter must contribute, right? Alle, die eintreten, müssen gehen und alle, die eintreten, müssen mitmachen, richtig? I think it was something like that. Ich glaube, es war sowas in der Art, ja. Whatever it was, it means that groups of less than 3 or more than 5 can't go through. Nun, das bedeutet, dass Gruppen weniger als 3 und mehr als 5 nicht durchgehen dürfen. That is correct. A gold star for you, Junpei. Das ist korrekt. Ein goldener Stern für dich, Junpei. The ninth man, however, broke that rule. Der 9. jedoch hat die Regel gebrochen. He tried to pass through a numbered door by himself. Er hat versucht, durch eine nummerierte Tür ganz alleine hindurchzugehen. That was why he was executed. Und deshalb wurde er hingerichtet. And Zero's watching us from somewhere. Das erinnert mich ja voll an Danganronpa. Romper. Ja, also beobachtet uns Zero, sure we don't break any rules. Um sicherzugehen, dass wir nicht seine Regeln brechen. Oh, I'm not so sure of that. Ach, so sicher wäre ich mir dabei nicht. Why not? Warum nicht? Because this execution system is entirely automatic. You didn't notice? Weil dieses Hinrichtungssystem automatisch ist. Habt ihr es nicht bemerkt? There's no need for him to monitor us. Es gibt keinen Grund, uns zu beobachten. What do you mean? Was meinst du? Very well. I see it must be me who tells you. Nun dann muss ich sein, der es euch erzählt. I've waited long enough, I suppose. Ich habe lang genug gewartet, denke ich mal. I had hoped Zero might spare me the trouble, but ich habe ja gehofft, dass Zero mir die Probleme ersparen würde, aber that seems increasingly unlikely. Aber das scheint wohl unwahrscheinlich zu sein. Oder steigend unwahrscheinlicher. Weißt du etwas? Well, I know a great many things, but yes. Also ich weiß viele Dinge, aber ja. What is it you know? Was weißt du denn? Here. Hier. A card? What does it say? Eine Karte? Was bedeutet das? Was sagt sie denn? Schaut sie euch an. Come on now, what's the point of giving me this? Ach, jetzt komm schon. Was soll es mir bringen? Was bringt es, mir diese Karte zu geben? Give me that. Ach, gib's mir her. Huh? The hell is this? Zur Hölle ist das. I see. Ah, ich verstehe. This is Braille. Das ist Braille-Schrift. Sorry, guys, I can't read this. Here, have it back. Es tut mir leid. Ich hab's bei Pokémon Alpha Saphir und schon so nicht gemocht und hier, ihr könnt's zurückhaben. Okay, that was fun. What's so important about that card? Ja, das ist ja total witzig gewesen. Was ist daran so jetzt so wichtig? I found it in my pocket. Ich habe es in meiner Tasche gefunden. I can only assume it is a message from Zero. Ich kann nur davon ausgehen, dass es eine Nachricht von Zero ist. From Zero? Von Zero? A message? Eine Nachricht? What does it say? Was sagt sie denn? Calm down now. No need to panic. Beruhigt euch doch. Kein Grund zur Panik. You don't need to force me. I'll read it. Ihr müsst mich ja nicht zwingen. Ich werde es ja schon lesen. Bracelet number 2. Armband Nummer 2. Since you are not blessed with sight, da du leider nicht die Ehre hast zu sehen, I shall bless you and only you with information. Bekommst du und auch nur du diese Information. I shall tell you of the function of the red, of the dead and of the bracelet. Ich werde dir jetzt über die Funktion des Roten, der Toten und die der Armbänder erzählen. Das Rote ist das Erkennungsgerät. Es wird deine Nummer verifizieren. Neben jeder nummerierten Tür wirst du eine Red finden. Die Toten oder die Deads ist das Deaktivierungsgerät. It knows exactly what it says.
Es macht genau das, was es sagt. Sobald ihr durch eine nummerierte Tür hindurchgegangen seid, müsst ihr das Dead benutzen, um den Zünder in eurem Armband zu deaktivieren oder zu stoppen. Aber vielleicht wundert ihr euch, was ist denn dieser Zünder? Was zündet denn dieser Zünder aus? Ich fürchte, das könnte eine Art Überraschung für euch sein. Ich habe eine kleine Bombe in dir platziert. Und auch an den Leuten, die du noch treffen wirst. Du hast sie geschluckt, während du bewusstlos warst. Ja, also ich zweifle nicht daran, dass sobald du aufgewacht bist, sich die Bombe schon in deinem Magen befindet. In anderen Worten, es wird unmöglich sein, die Bombe zu entfernen. Und ich empfehle dir auch, dass du es nicht versuchst. Wie ich vorhin erwähnt habe, hat das Armband an deiner linken Hand einen Zünder. Seht es als einen Fernzünder oder einen Timer für die Bombe in deinem Körper. Es gibt nur einen Zustand, der es zum Explodieren bringen wird. Dieser Zustand ist, wenn du eine nummerierte Tür betrittst. Wenn du das getan hast, wird sich der Timer aktivieren, egal wer du bist. Du hast 81 Sekunden. Ich find's cool, 81 ist halt 9 mal 9, das ist halt wieder die Thematik, nein. Das ist halt immer nein. Ja. Ja, wenn man sich deaktiviert, wird ein Signal zu der Bombe in deinem Körper geschickt, die der Bombe dann sagt, sie soll explodieren. Ja, um die Bombe zu deaktivieren, müssen alle Personen, die ihre Nummer bei der Red verifiziert haben, sich auch verifizieren beim Dead. Wenn alle Nummern sich beim Dead verifiziert haben, muss man nur noch den Hebel betätigen. Und der Countdown stoppt. Naja, jeder, der sich nicht beim Red verifiziert hat, wird sich auch nicht beim Dead verifizieren können. Wenn ihr es also nicht schafft, in 81 Sekunden euch beim Dead zu verifizieren, werdet ihr sterben. Und auch wenn ihr den Red auch nicht verifiziert habt, werdet ihr es nicht schaffen können. Ja, ihr müsst auch bedenken, dass die nummerierten Türen sich nach 9 Sekunden automatisch wieder schließen werden, nachdem ihr durchgegangen seid. Solange die Tür noch offen ist, ist das Dead noch nicht bereit. Ihr solltet also immer daran denken. Und jetzt als letztes reden wir darüber, wie ihr die Armbänder abbekommt. Es gibt nur 2 Wege.
One, you escape from this ship. Ein Weg wäre, ihr entkommt dem Schiff. Und die zweite Möglichkeit wäre, wenn eure Herzfrequenz 0 hat. Also in anderen Worten, wenn ihr entweder aus dem Schiff seid oder euer Herzschlag 0 erreicht, wird sie sich selber deaktivieren. Es gibt keinen anderen Weg, das Armband zu entfernen. Wenn ihr versucht, das Ding mit Gewalt abzunehmen oder den Zünder deaktiviert, wird sich die Bombe sofort explodieren. This is all the information which I can impart to you. Das sind alle Informationen, die ich dir geben kann. How you choose to use it is for you to decide. Wie du sie verwenden möchtest, musst du entscheiden. If used wisely, you can eliminate those who might be a danger to you. For a time, you would be able to control your fate. Warte. Kann ich... Ja, wir machen es mal so. Ist besser. Wenn man es weise nutzt, kannst du die eliminieren, die für dich gefährlich sind. Für eine kleine Zeit bist du in der Lage, dein Schicksal zu kontrollieren. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Also sagt es... Only those who verify their numbers at the red can pass through the numbered doors. Also nur die sich an dem Red verifizieren können, durch die nummerierten Türen gehen. Teams can't add or subtract people after they're scanned in. Also die Teams können nicht mehr oder weniger Leute mitnehmen, die eingescannt haben. The Red's deads and bracelets enforce the rules. They're judge, jury and executioner. Die Reds, die Deads und die Armbänder erzwingen die Regel oder sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Sie sind der Richter, die Jury und die Ausführer. Oh, oh, shit! A fucking bomb! Come out! Come out, damn it! Scheiße, eine fucking Bombe? Komm raus, verdammt! There's a bomb inside me. Da ist eine Bombe in mir. Oh. What made Zero think creating this horror show of a game was a good idea? Was dachte Zero, dass eine Horrorshow zu kreieren so eine gute Idee wäre? All right. I'm gonna ask one more time. Okay, ich frage noch einmal. Do any of you know anything about Zero? Weiß irgendjemand von euch etwas über Zero? Wie scheint keiner. Gut zu wissen. Wer hätte das gedacht? Actually, I saw him. I saw Zero when I got grabbed. Nun ja, also ich sah ihn. Ich sah Zero, als ich angegriffen wurde. Aber ich habe nicht sein Gesicht gesehen. Son of a bitch was wearing some kind of gas mask. Dieser Hurensohn hat einfach hat eine Gasmaske getragen. What the hell? Was denn? Come on, guys, give me something. Ja, komm schon, jetzt sag doch mal was. You know, like surprise or something? Ja, vielleicht wie, oh, was für eine Überraschung oder sowas in der Art.